Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter. Die Folge 49 ist es mittlerweile und zwar auf einer Perspektive, die alte Hasen auf meinem Video schon kennen sollten. Und zwar, ihr steht heute, das kennt ihr sicherlich noch nicht, ihr steht in einem neuen Anlagenteil, die sogenannte Schreibtisch-Teil drin und ich filme auf die alte Anlage hier drauf. Alte Anlage ist ein bisschen weit hergeholt, die ist vielleicht zu 5-10% fertiggestellt, mehr ist dann noch nicht passiert. Das dauert ja alles seine Zeit. Ich bringe ja auch die wöchentlichen Updates und das sind ja immer bloß kleinere Abschnitte, was man so in der Woche schaffen kann. Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier sitzen und basteln, sondern ich muss ja auch ein bisschen noch was anderes machen. Und deswegen sind es immer kleinere Updates, aber das denke ich mal ist schon okay. Und ja, darum soll es gar nicht gehen. Und zwar wollte ich noch zwei, drei Worte zu diesem Anteil, mein Gott, war das schwierig gerade, verlieren, bevor ich nachher dann den neueren Teil einblende, was ich da jetzt gebaut habe, wie weit das schon ist. Ich bin nämlich ein bisschen weiter allerdings, als ich euch das heute zeigen werde. Das liegt einfach daran, wie gesagt, ich produziere ja meistens so 3, 4, 5, 6, 7 Tage vor. Und ich kann ja nicht Freitag nach Hause flitzen und dann entsprechend schnell ein Video schneiden und 18 Uhr einstellen, das wird nicht funktionieren. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen weiter, aber da kommen wir dann sowieso noch drauf automatisch, überhaupt kein Problem. Ich mache mal, während ich hier schwatze, mache ich immer hinter mir das Rollo hoch. Das ist jetzt so, wer es nicht kennt, das Rollo ist 2,10 Meter breit, vielleicht rauscht gerade ein bisschen, ist elektrisch angetrieben. Und verbirgt natürlich den Teil meiner Anlage auf dieser Seite. Da hinten geht es ein bisschen weiter, hier geht es weiter. Und wo ihr steht ja sowieso, das hatte ich schon gesagt. Ich höre jetzt mal auf. Und ich mache auch gleich mal Licht hinter mir an, dass wir das mal sehen. Und zwar wollte ich, ich wechsle gerade das Thema, aber ist egal. Mir geht es um den Bereich da hinten. Hier habe ich, ich hoffe man sieht es jetzt hier ein bisschen. Ja, man sieht genug. Und zwar dieser Bereich. Der wird jetzt als nächstes ausgebaut werden. Hier soll eine Fabrik drauf oder irgendwas in der Form, wer eine Idee hat. Ich kann es immer nur sagen, bitte schreibt doch mal was in die Kommentare, was man da machen könnte. Mal so eine Ideensammlung oder was weiß ich, aber na gut. Und zwar kommt das hier drauf. Da hinten ist nämlich der Bereich, wo meine Lok im letzten Video entgleist ist, die BA94. Da will ich gleich noch was zu sagen. Und das kommt dann hier so drauf. So. Das heißt, auch die Eisenbahn, die wird ein bisschen dahinter verschwinden hier vorne. Das wird natürlich ein bisschen hügelig. Das ist natürlich alles Rohbau, ist klar. Und drunter ist ja die Kehrschleife eingebaut. Ich muss bloß mal ab und zu gucken, dass hier noch alles läuft. Die Kehrschleife eingebaut. Die wird einmal hier von den beleuchteten Tunnelportalen. Das ist ja hier. Und dann entsprechend, dann bringe ich mal ein separates Video zu. Da will ich mich gar nicht so verlieren. Ich wollte nur sagen, dass dieser Bereich als nächstes gebaut wird. Der ist nämlich noch richtig schlecht zu erreichen für mich. Das war ja wie mit dem Seidenberg damals da hinten. Den habe ich ja auch separat gebaut, habe ihn dann eingesetzt. Und da, wie gesagt, werde ich in Zukunft weitermachen. Ich werde aber jetzt immer mal woanders filmen, immer mal andere Projekte angehen, sodass der Content oder der Inhalt ein bisschen ab und zu mal wechselt. Ja, zur BA94, die ich immer fälschlicherweise, ich nehme sie gleich mal hier weg, fälschlicherweise als BA52 bezeichnet habe. Das lag einfach daran, ich habe ja lange, mein Gott, war das schwer wieder mal, lange Spur Z gefahren. Ich wollte was anderes sagen, gerade ist egal. Und da hatte ich eine BA52. Und jetzt habe ich natürlich eine BA94 hier in Händen und keine 52. Aber ist ja auch egal. Ich habe den Fehler gefunden. Ich werde sie nicht einschicken müssen, dürfen zu Micha. Ich weiß, woran es liegt. Und zwar wird bei mir hier unten nur ein Radpaar, ich werde es mal gleich groß einblenden, ein Radpaar nur angetrieben oder eine Achse angetrieben und nicht zwei oder drei, wie es üblich ist. Die anderen werden komplett durch das Gestänge angetrieben und das läuft nicht wirklich synchron. Also das ist ja klar, bei der kleine Größe, ne, wird das entsprechend nicht wirklich synchron. Das sieht man schon, wenn man, ich weiß nicht, ob man das hier so irgendwo sieht, wenn man das so, wenn man sich hier was bewegt, hier so, die bewegen sich nicht alle wirklich hundertprozentig gleich, ist da logisch. Das kleine bisschen Spiel auf diesen kleinen Rädern, das wird nicht wirklich gehen. Und dann habe ich das Problem noch gehabt, dass die Abstände von den Rädern hier nicht die 7,4 mm betragen haben. Das war mal 7 mm, mal 6,4. Ich hatte sogar eins mit 7,8. Völlig verschieden. Klar hätte ich es nachmessen können oder müssen am Anfang. Die war gebraucht gekauft bei eBay. Naja, ist halt so. Und ja, entsprechend freut mich auf die nächsten Videos. Ich habe ein neues Rollmaterial geordert und das werde ich dann entsprechend auch zeigen und aufsetzen, aufprobieren, wie es funktioniert und so weiter. Das kommt aber alles noch. Es kommt genügend noch.
Und ja, ich denke mal, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt sind wir eigentlich soweit. Jetzt werde ich den Schwenk machen auf den neuen Teil. Wie gesagt, der ist schon weiter, als ich das euch jetzt hier zeigen werde oder kann. Und das mache ich natürlich nur in Worten. Ich blende jetzt hier weg. Und dann sage ich mal, bis nachher, verabschieden tue ich mich ganz zum Schluss. Ja, nun zurück hier auf der Anlage von unten. Eben haben wir ja gesehen, wie ich mit der Bandsäge das Ganze, ja, mit diese Keile hier ausgeschnitten habe. Das haben wir, glaube ich, im letzten Video schon gesehen. Nicht gesehen, wie ich es gemacht habe, aber wo die Lampen nachher angebaut waren, wo ich das ganze Projekt mir mehr oder weniger vorgestellt habe. Und jetzt habe ich, da habe ich ja angekündigt, da habe ich ja gesagt, ich werde es euch zeigen, habe es aber dann doch nicht in dem Video reingebracht und nutze jetzt hier die Chance, das hier mit reinzubringen. Die Lampen in der angebauten Form, das habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt wird das Ganze verblendet bzw. versteift irgendwo, dass diese doch relativ dünnen Platten, die ja, die Blenden nachher aufnehmen können. Ich habe es ja auch gerade jetzt hier in Text reingeschrieben. Da bohre ich sozusagen jetzt die Schrauben und die Löcher. Das muss ich wahrscheinlich alles gar nicht so kommentieren. Hier sehen wir diesen ganzen, wie man so als Laie versucht, sich als Schreiner zu betätigen. Ne? Guckt euch das an, da habe ich nichts mit Gärung. Da habe ich da so fein säuberlich so eine Winkelchen rausgesägt. Naja, es passt, es sieht gut aus. Und wenn wir ehrlich sind, man sieht es nachher sowieso nicht mehr. Ja, weil die Anlage innen drinne, die entsprechende Schienen und sowas, das wird nachher alles auf dieser Höhe sitzen, was ich da jetzt die ja, diese Kanthölzer hier reingesetzt habe. Die sind also, wie gesagt, aber hier nur da, um die hier wie hier die Blenden vorne aufzunehmen. Die habe ich übrigens, wie ich auch hier geschrieben habe, geklebt. Da wollte ich also keine Schraubenlöcher von vorne sehen. Ich meine, die schönsten sind es nicht, aber ich meine, auch in meiner Männerbude möchte ich mich hier irgendwo halbwegs wohlfühlen. Und ja, wie gesagt, noch konnte ich sie nicht wirklich anbauen. Ich habe also erstmal alles zurechtgesägt, da ich ja die Kaminleisten noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Die habe ich erst bestellt, dann kamen sie irgendwann hier an. Deswegen, wie gesagt, geht das Video ein bisschen nicht hin und her. Es ist schon alles chronologisch jetzt hier, aber ich habe es dann eben entsprechend dann in der dritten Folge, dann wird es dann so ziemlich fertig sein. Jetzt hier, wo ich sitze, ist es schon relativ weit oder fast fertig. Da fehlt, und richtig fertig ist man ja nie mit irgendwas. Und hier habe ich es mit Gärung übrigens gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Da habe ich mich natürlich wirklich so schön als Laie daran gewagt und habe das entsprechend dann auf der Bandsäge zurechtgesägt. Dann habe ich es mit dem Schleifer dann noch schön glatt geschliffen alles. Und das, was wir jetzt sehen, das ist nicht das Anbauen, sondern das ist nur das Heften. Und da bin ich dann so Stück für Stück so ringsrum dann an der Anlage gegangen und habe dann entsprechend diese Blendbretter, keine Ahnung, wie man die richtig nennt, gemacht. Schön hell ist es auch. Hier sehen wir jetzt diese Flexline oder Flexibelline, oder wie auch immer die Dinger hier heißen, Flexiline. Keine Werbung. Ich habe es extra runtergeschrieben. Ich habe das nur ausgepackt, aber ich muss es wahrscheinlich irgendwo dann doch wieder kennzeichnen, sonst ist ja alles ein bisschen komisch geworden hier bei YouTube. Egal, ich bin jedenfalls von diesen Dingern hier sowas von überzeugt. Ich wollte nämlich erst bei uns hier in der Gegend was kaufen und wurde so mehr oder weniger aus dem Baumarkt rausgeschmissen. Ist wirklich so. Ich darf nichts kaufen. Ich durfte Lebensmittel holen. Ach gut, komm, hör mal auf mit dem Quatsch. Das kennt ihr alle selber. Und da habe ich es halt kurzerhand im Internet bestellt. Ich verlinke das ganze Ding unten mal noch, weil es mich wirklich überzeugt hat. Falls jemand eine ähnliche Idee haben sollte, das so zu machen, wie ich das hier gemacht habe, gerne unten der Link. Bin ich nicht böse, wenn er darüber geht, weil da kriege ich ein paar Cent, mehr sind es echt nicht, aber ist ja egal, als Provision von denen, aber das, also nicht von denen, sondern von Amazon, aber das ist lachhaft, also das sind wirklich Cent-Bereiche bei meinen sowieso hier. Jetzt haben wir es gerade gesehen, ich konnte tatsächlich die kleinen Haken mit dem Finger anstupsen und die rutschen da wirklich sowas von leicht. Ich meine, wenn da eine Gardine dran hängt, dann rutschen die nicht mehr so leicht, das ist mir alles klar, weil die Gardine ja auch vorne an der Blende irgendwo, ja, auch schrappt oder schleift, oder wie man so schön sagt, und das entsprechend dann auch noch ein bisschen bremst. Aber das läuft übrigens sehr, sehr gut, das muss ich sagen. Ja, hier sehen wir es nochmal schön. Die Biegung, ja, die war ein bisschen knifflig, das so hinzukriegen. Ich meine, wenn ich jetzt schon eine dritte oder vierte von diesen Dingern angebaut hätte, hätte ich es wahrscheinlich
leichter hinbekommen. Jetzt weiß ich, wie man es leicht machen kann. Aber ja, passt. Steht unten drunter. Ich bin für meine Verhältnisse völlig zufrieden. Jetzt kommt der obligatorische Hintergrund. Bei mir gibt es keine Modellbahn ohne Hintergrund. Ich bin ganz ehrlich, vielleicht macht es der eine oder andere von euch. Ich werde keine Modelleisenbahn vor einer Tapete fahren lassen oder vor einer normalen Wandtapete fahren lassen. Bei mir gibt es einen Hintergrund rein, genauso wie es eine Beleuchtung oben eine feste gibt. Ja, ich finde es einfach schöner und ihr kennt das ja von meiner, ich sag mal immer wieder alten Platte. Ich versuche auch die Hintergründe selber ein bisschen hübsch zu gestalten. So machen ja viele von euch auch. Ich gucke ja eure Videos auch, auch wenn ich nicht immer kommentiere. Ich bin ein bisschen, naja, ich gucke oft am Fernseher oben und da kann man eh nicht kommentieren. Und das werden wir nächste Woche übrigens mal sehen, wie ich da oben im Wohnzimmer was mache. Das, aber da verrate ich jetzt nicht so viel zu oder übernächste Woche mal gucken. Ja, jetzt ist der Rohbau hier soweit abgeschlossen, wie ihr seht. Auch die Blenden sind verklebt. Das habe ich jetzt nicht separat noch gemacht. Da links fehlt übrigens das Brett, das hat einen Grund. Das hängt mit der späteren Brücke, die zum anderen Anlagenteil oder Anlagenteil 1. Ich muss mal irgendeinen Namen einfallen lassen mal dafür. Und deswegen habe ich es noch abgelassen, weil da muss ich mal gucken, wie ich das dann verbinde, weil ja die beiden Strecken da so reinführen sollen, die dann wahrscheinlich relativ tief reinkommen und dann so aus der Platte rauskommen. Aber das kommt alles noch später. Da habe ich so viele Ideen, was wir hier machen können auf der Plattenseite oder auf der Anlagenseite. Ja, ich denke mal an der Stelle, wir sehen ja schon wieder den Abspann hier. Das war es erstmal für heute. Ich freue mich, dass du vielleicht durchgehalten hast bis hier hinten. Ja, wenn du vorher weggeklickt hast, kann ich dich leider nicht verabschieden. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute, mach schön gut, dein Aquapenta aka Audi. Tschüss! Ach, und bevor ich es noch vergesse, da bin ich nochmal. Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die mir im letzten Video mich angeschrieben haben, mir Tipps gegeben haben zu meiner BA94. Und da möchte ich an dieser Stelle mich nochmal recht herzlich bedanken für eure rege Teilnahme und dass ihr ja so hilfsbereit seid. Das macht richtig Spaß mit euch. Danke nochmal an dieser Stelle. Jetzt nochmal. Tschüss.